Hallo, ich bin's, euer Gag. Ich habe heute ein schönes Rätsel für euch. Quack, quack, quack. Tiere raten. Ich mache ein Tier nach und Sie müssen erraten, was es ist. Quack. Also, schauen Sie gut zu. Ja? Also, bereit machen. Na, nochmal? Was? Wissen Sie es immer noch nicht? Na gut, dann mache ich es nochmal, okay? Achtung. Wie? Und Sie haben immer noch keine Ahnung? Ja, dann muss ich es wohl auflösen. Ein Tiger! Ja, jetzt fragen Sie sich vielleicht, Moment, ein Tiger? So geht doch kein Tiger. Doch, aber von hinten. So, das war's von mir. Tschüss dann, einen schönen Abend noch. Morgen. Aufwachen. Ihr Weckdienst. Ach nö, ach nö. Aufwachen. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Aufwachen. Wieso? Ach komm, noch 5 Minuten, Chef. Chef, ich bin nicht dein Chef. Ich bin der dich ins Jenseits befördert. Was ins Jenseits befördern? Oh Gott! Wie schrecklich! Nein, wirklich? Ja, ganz genau. Moment. Was denn? Moment, da muss ich erstmal an meinen Kleiderschrank. An deinen Kleiderschrank? Wieso das denn? Ja, glauben Sie etwa, ich sterbe etwa in den alten Lumpen? Wenn man mich in ein paar Wochen tot findet, dann wird man denken, was bin ich denn für ein altes Ekel gewesen? Das interessiert doch jetzt auch keinen mehr. Doch mich. Warum bist du überhaupt hierher gekommen? Erzähl mir das mal. Nun, um es anders zu sagen. Um was zu sagen? Sie können sich Ihren Frühjahrsputz sparen. Verstehen Sie? Und jetzt kommen Sie mit. Ihre Zeit ist abgelaufen. Wissen Sie, ich bin immer ein pünktlicher Mensch, aber wenn es ums Sterben geht, nein, danke. Haben Sie eigentlich einen Ausweis dabei? Ich muss ja sehen können, ob Sie wirklich der Tod sind und nicht etwa ein Hochstapler, ne? Wie sonst irgendwer, ne? Und wenn Sie keinen Ausweis haben, dann gehen Sie bitte, ja? Dann ärgern Sie die Leute im Krankenhaus oder so. Wissen Sie was? Dann machen Sie doch, was Sie wollen. Dann lassen Sie sich doch von der Pest abholen. Scheiß Konkurrenz. Bis dann mal. So, da sind wir. Hoppel und Ottilie, hallo. Du sag mal, Ottilie, was möchte ein Bankkunde, wenn er ein Kondom und ein Ei am Schalter abgibt? Keine Ahnung, ein Überziehungskredit bis Ostern. Pfui, Hoppel. Mensch, erzähl doch mal was Schöneres. Na gut, wer Ostern an den Eiern spielt, hat zu Weihnachten Bescherung. Ja, ich weiß schon, Männer sind wie Osterhasen. Charmant, intelligent und sexy. Aber wer glaubt schon an den Osterhasen, ne? Sehr witzig. Hi, ja, ich find's lustig. Du, aber warum ist denn der Osterhase das ärmste Tier der Welt? Keine Ahnung. Ganz einfach. Er trägt seinen Schwanz hinten, muss die Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen. Ja, ich weiß. Und trifft ein Häschen eine Schildkröte, sagt er: Hat du Panzer? Muss du zur Bundeswehr. Ganz genau.
Du, oder kommt ein Häschen in die Drogerie und fragt, hat du Öl? Da sagt der Drogerist, ja, und das nicht zu knapp, sagt das Häschen, muss du scheich sein. Ja, aber einen habe ich noch. Zwei Hasen kommen nach China, sagt der eine zum anderen, wir hätten mal lieber Stäbchen mitnehmen sollen, denn hier werden wir mit unseren Löffeln auffallen. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, und in dem Sinne, schöne, schöne Karnevalszeit, ne? Ja, Ihnen und euch allen. So, tschüss dann. So, und von den Osterhasen und Osterlämmern jetzt wieder zurück zu einem schönen Märchen. Viel Spaß! Guten Tag, Nanu, wer kommt mich denn da besuchen? Hallo, lieber Frosch. Guten Tag, was kann ich denn für dich tun, mein liebes Kind? Wer bist du denn? Ich bin die Prinzessin Maria. Und ich habe hier vor ein paar Tagen mit meiner goldenen Kugel gespielt. Nun, normalerweise spielen Mädchen in deinem Alter mit anderen Sachen, aber okay. Na, schäm dich, pfui. Nun, zumindest, ich habe meine goldene Kugel verloren und ich glaube, die ist bei dir in den Brunnen gefallen. Kannst du mal nachschauen und wenn sie da ist, sie mir wieder zurückgeben? Also, eine goldene Kugel, ja, das hätte ich gemerkt. Die wäre mir bestimmt auf meine Birne gefallen, auf meinen armen grünen Kopf. Ja, das stimmt. Naja, also, wenn du sie siehst, dann, sag mir Bescheid und dann bekommst du eine Belohnung. Eine Belohnung? Das hört sich schon sehr viel anders an. Was denn für eine Belohnung? Du darfst mich dann heiraten, aber nur, wenn du der Froschkönig persönlich bist. Der Froschkönig, das ist doch nur ein Märchen. Ja, leider. Aber träumen darf man ja noch. So, jetzt muss ich aber wieder zurück. Ja, mach das. Und du sagst mir Bescheid, wenn du eine goldene Kugel siehst? Natürlich. Gut, das ist sehr lieb von dir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, und denk dran, die ist goldig. Das habe ich mir bei einer goldenen Kugel auch nicht anders gedacht. Also, sie ist mein liebstes Spielzeug. Deswegen ist es sehr wichtig für mich, dass ich sie schnell wiederbekomme. Keine Sorge, ich achte drauf. Hey, natürlich nicht. Die goldene Kugel, wenn ich die verkaufe, dann kriege ich doch richtig viel Geld und davon kann ich mir sehr viele Fliegen kaufen. Ich bin doch nicht so blöd und gebe die an so eine hässliche Prinzessin ab und muss die am Ende auch noch heiraten. Naja, ich bin zwar der Froschkönig, aber das muss sie ja nicht wissen. So, jetzt nehme ich mir erstmal die goldene Kugel unten aus meinem Brunnen und gehe jetzt erstmal einkaufen. Na dann, wie sagt man, Shoppingzeit, ne? Sowas sagt man ja heute in der heutigen Zeit. Ich möchte die Prinzessin zwar nicht beleidigen oder verletzen, aber heiraten, das muss nicht sein. Also, so verzweifelt bin ich nun auch wieder nicht. Auf Wiedersehen. Nachts um 12 noch am Kamin. Da erscheine ich ihm plötzlich, das Taggespenst Nunu, und sage, ich soll im Auftrag deiner Frau spuken. Da entgegnet mir der Witwer, macht nichts, solange sie es in nicht selber ist. Oder vor ein paar Wochen, da kam ein Interessent an mein Schloss und sagte, ich würde das Schloss gern kaufen, aber es soll hier Gespenster geben. Da sag ich zu ihm, ich wohne schon seit 200 Jahren hier. Und ich habe noch nie ein Gespenst gesehen. Oder
Was trägt ein Gespenst wie ich auf einer Beerdigung? Na klar, das kleine Schwarze. Aber unterhalten sich drei Gespenster und beklagen gegenseitig ihr Leid. Oh ja, sehen Sie, hier die Bitte dieses auch Leid, nur wenn ich vom Leid rede. Ups. Ja, also jedenfalls, die beklagen sich und da sagt das Erste, ich muss mir alle 2 Stunden den Kopf abschlagen, denn ich war der Henker von London. Sagt das Zweite, und ich muss mir jede Stunde das Messer in den Bauch rammen. Ich war Jack the Ripper. Und da sag ich, das ist doch gar nichts. Denn ich muss jede halbe Stunde unter die Dusche. Wollen die anderen beiden wissen, warum das denn? Da sag ich, ich war bei der Wettervorhersage. In dem Sinne, frohes Alaf und bis zum nächsten Mal. Ihr oder euer Burggespenst Nono. Heiter, glücklich, alt und froh. Also dann, haltet die Ohren steif. Ach, nö. Nanu, wer kommt denn da? Gevatter Hain, das ist doch klar. Aber keine Sorge, ich bin kein Spanner. Naja, ein Spanner wäre mir jetzt wesentlich lieber. Das glaube ich dir. Ich bin nämlich gekommen, weil... Ich weiß, warum du gekommen bist. Na, warum? Ja, wegen meinem toten Kapital. Sehr witzig, sehr witzig. Aber mal unter uns. Ich habe mich dir irgendwie größer und dünner vorgestellt. Ja, das denken die meisten. Altes Vorurteil. Du aber, sag mal, habe ich dich nicht letztens mit meinem Auto überfahren? Ich habe gedacht, ich hätte den Tod besiegt. Anscheinend nicht, oder? Nein, das war nur ein Bauer mit Sense. Da bist du mir zuvor gekommen. Aber das macht nichts, denn hätte ich 3 Stunden später eh abgeholt. Sag mal, hast du eigentlich eine Frau? Natürlich, die wird dich auch bald besuchen kommen. Das ist nämlich die Verwesung. Also jetzt hör mal, wenn du nicht bald deinen Rand hältst, ja? Du, dann bin ich gezwungen. Was? Du bist gezwungen? Du bist gezwungen? Wobei bist du denn gezwungen? Du, ich bin dann gezwungen, alle meine 7 Brüder zu holen. Deine 7 Brüder? Du, wenn du nicht bald mit mir kooperierst, dann bin ich gezwungen, deine 7 Brüder alle mitzunehmen. Oh, das ist scheiße. Na dann. Dann wollen wir mal, was? Halt dich gut fest. Na nun, wo sind denn die ganzen Zuschauer? Komisch. Ach, da sind sie ja hier. Hallihallo. Nun, Sie wissen ja alle, ich bin eine Frau, die macht nicht viel Geheimnis und nicht viel Tamtam um ihr Alter. Ich bin kurz vor meinem 100. Geburtstag. Und meine Nachbarin hat mich letztens gefragt, Inge, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Vielleicht etwas, was du dir nie selber hättest kaufen wollen? Ich sag, was ich mir nie selber gekauft hätte, das will ich erst recht von keinem anderen. Ich will nur Ruhe und Besinnlichkeit. Und da fragt die, wie? In Form von CD oder Europax? Ich sag, bleibt einfach alle zu Hause. Dann habe ich endlich meine Ruhe. Da sagt die, dann rufen wir aber wenigstens an. Da sag ich, jetzt weiß ich, was ihr mir schenken könnt. Eine Zange. Fragt die, wieso denn eine Zange? Da sag ich, ja, dann kann ich endlich mein Telefonkabel kappen. Weil dann habe ich endlich das, was ich dringend brauche. Endlich meine Ruhe. Und denken Sie immer dran, lassen Sie sich das von einer alten Frau wie mir gesagt sein. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. In diesem Sinne, hello du Sau, Allah du Schaf. Tschüss. Ja, danke schön, danke schön. So, aber jetzt muss ich erstmal wieder kochen. Und zwar nicht vor Wut,
sondern vor Hunger. Jetzt mach hin, Gretel. Ich will noch vor Einbruch der Dunkelheit am Hexenhaus sein. Puh! Die Hexe kann mich mal gerne haben. Und du kannst mich bald auch mal gerne haben. Du kannst mich da besuchen, wo keine Sonne scheint. Wie? Hier im finsteren, dunklen Wald? Ja, so ähnlich. Ja, du, jetzt reiß dich mal zusammen. Na? Ist ja nicht meine Schuld, dass unsere Eltern uns nicht mehr haben wollten, nur weil die Arge kein Kindergeld mehr für uns zahlt. Ja, das ist ganz, ganz traurig. Du aber, Hänsel, ich habe Angst. Hier im dunklen Wald. Wieso das denn? Erzähl, was ist los? Ja, stell dir vor, wilde Tiere kommen auf einmal und wollen uns fressen. Was machen wir denn dann bloß? Ja, nun, du brauchst dir da keine Sorgen zu machen. Dir passiert schon nichts. Die wilden Tiere haben nämlich im Gegensatz zu dir Geschmack. Pfui, Hänsel, pfui, schäm dich und Hänsel mich nicht immer. Das ist gemein von dir, ganz, ganz gemein. Ja, und was machst du immer? Ja, dich Gretel, stimmt auch wieder. Du aber, sag mal, ja, hast du überhaupt schon mal darüber nachgedacht, wie viel du im Laufe deines Lebens zusammengeredet hast? 12 Jahre. Also ich habe aus beruflichen Gründen weit mehr. Dafür hast du ein gutes Dutzend Jahre ferngesehen und 22.000 Kilometer bist du gelaufen. Hast 40.000 Liter gepinkelt? Vorausgesetzt, du bist 79 Jahre alt. Es ist das Forschungsergebnis eines englischen Forschungsinstitutes, und das Ergebnis ist 100%ig abgesichert. Ja, und dazu brauche ich jetzt einige Meinungen von dir. Und Moment, ey. Und wie oft haben wir dann Sex? Sex? Moment, 2850 Mal. Aber Hänsel, was fällt dir ein zu 2850 mal 6? 2850 mal 6? Ja, das ist 17.100. Mir fällt dazu ein, dass die Hexe in ihrem ganzen Leben schon mal 10 Kilometer Reißverschluss aufgemacht hat. Und weißt du, Gretel, was ich gehört habe? Jede Frau verliebt sich in ihrem Leben zweimal. Übrigens einmal davon in mich. Das wüsste ich aber. Du, aber was machen wir denn jetzt? Sollen wir wirklich zum Hexenhaus? Gibt's keine andere Möglichkeit? Wir können natürlich auch hier bleiben im finsteren Wald und ein auf Dschungelcamp machen. Auf Dschungelcamp? Das ist ja ekelhaft. Würmer essen und so. Obwohl, Moment, das ist gar nicht mal so blöd. Dann werden wir ja reich und berühmt. Zumindest ich. Huch, aber jetzt bin ich ja ganz alleine. Hänsel? Hänsel, warte auf mich. Ich mag's nicht, wenn ich so alleine bin. Dann glaube ich immer, bald kommen fremde Männer und wollen mir Lutscher verkaufen, die viel zu überteuert sind und gar nicht schmecken. Hänsel! So, das war's jetzt eigentlich mit Kedumalav, aber ich habe noch eine Überraschung, die jedoch nicht direkt für Sie, sondern für meine Kollegin Lindy ist. Deswegen schalten wir mal eben drüber ins Nachrichtenstudio. Und Musik bitte an. Ja, super. Ich will ihr nämlich einen Heiratsantrag machen und ja, mal gucken, was sie so sagt. Aber pst, jetzt. Lindy, kannst du mich hören? Ja! Guten Abend. Mensch, was ist denn hier los? Das ist aber schöne Musik. Ist das die Musik von der französischen Telefonauskunft? Das weiß ich nicht, aber es geht nicht darum, sondern Lindy, wir kennen uns schon so lange und sind durch dick und dünn gegangen, haben Gutes und Schlechtes
gemeistert. Und ich möchte dich nun fragen, willst du meine Frau werden? Was? Jetzt wirklich? Luzi, ja, natürlich will ich das. Oh Mensch, das ist eine Überraschung. Luzi, ich hoffe doch, dass du gleich zu mir ins Nachrichtenstudio rüberkommst, nicht wahr? Bis gleich. Oh, ja, ja, bis gleich. Ja, das ist doch mal ein schönes Ende. Ja, ich verabschiede mich von Ihnen, hoffe, Sie hatten viel Spaß und ich muss mich jetzt um meine Verlobte kümmern. Danke und bis zum nächsten Mal. Ihr Luzi vom Kedemar Marionettentheater. Tschüss.